Okay, hallo. Taschen. Ja, nun. Was ist. Ich will nicht wissen, was sie mit der Waffe vorhat. Das wäre eine sehr, sehr gute Frage. Es ist Death. Ein Riesenspaß. Weiß ich nicht, ob das so ein Riesenspaß ist, aber. Es kann sein, dass er einiges erlebt hat. Ist ein top-modernes Kriegsschiff. So, dann gehen wir mal zum Schiff zurück. Und dann wird es, glaube ich, Zeit, dass wir. So, triff dich mit Neva und Jasmine auf dem Schlüssel. Dann würde ich sagen, auf zum Schlüssel. Aber erstmal müssen wir abdocken natürlich. Weil wir können ja die Vigilance nicht hinter uns herziehen. Das geht ja nicht. Abschied geweint? Ja, ich habe schon ein kleines Tränchen verloren. Schlüssel, Schalüssel. Glücks. Aber müssen wir. Bis hierhin kommen wir noch. Großfestling. Okay. Auf geht's! Da gab's wohl einen kleinen Hänger oder ein kleines Hängerchen gerade. Nun ja. Ja, okay. Dann müssen wir. Halt. Wo haben wir denn jetzt? Egal. Halt, zurück! Söderle. Auf zum Schlüssel. Auf zum Atem. Bin ich mal gespannt, was die beiden eventuell für einen Plan ausgearbeitet haben. Oder halt auch nicht. Und wir müssen uns selber einen Plan ausdenken. Sind Grafsprünge nicht das Größte? Weiß ich nicht so genau. Andocken. So, einmal aufstehen, bitte. Dann würde ich sagen, einmal rein da. Ich trete buchstäblich. Oh nein. Nein, sag es nicht, bitte. Trautesheim. Trautesheim, was? Die UC Sister ist ein Witz. Hat uns noch nicht erwischt. Immer wenn ich Radley sehe, will ich ihm in die Fresse hauen. Na, dann immer los damit und so. So, okay, okay, okay. Dann einmal hier rum und nochmal rum. Alles klar, Jess. Was hast du für mich? Wie es scheint, wird der Comspike auf der UC Sternenstation SY-29 entwickelt. Position geheim. Ah, das fantastisch. Ist nicht so schlimm. Und wie finden wir sie dann? Unser Schmuggelkontakt schuldet uns noch einen Gefallen. Du weißt, wen ich meine. Unseren Freund auf Jamison. Stimmt, Jess. Ich kümmere mich darum. Ja, können wir jetzt mit dir. Okay, okay, okay. Sprich mit Neva. Alles klar, Neuling. Nächster Halt, New Atlantis. Alles klar. Dein Kontakt ist Huan Dayu. Sie hat die meisten der Premium-Schmuggelrouten der UC abgeriegelt.
Wenn du sie nicht verärgerst, sollte sie dich an der SY-29 Security vorbeischmuggeln können. Aber pass auf deine Finger auf, wenn du ihr die Hand schüttelst. In dem Fall winke ich hier einfach nur zu. Das wäre, glaube ich, das Beste. Klingt, als wäre sie... Muss ich mit Ärger rechnen? Du bist in der Fleet. Mit Ärger musst du immer rechnen. Was aber Juan betrifft, obwohl sie ein eher neuer Kontakt ist, solltest du mit ihr keine Probleme haben. Okay, Premium-Schmuggel. Definitiv. Wir reden von Frachtdepots, Sternenwerften, Forschungsstationen und, wie bei SY-29, militärischen Außenposten. Oha, das klingt bislang hatte nach noch dem kein neuer Spieler so viele Kontakte. Preis. Das ist der Grund, warum wir sie überhaupt ins Boot geholt haben. Ich weiß nicht, wie sie das geschafft hat. Bei manchen Orten haben wir uns jahrelang die Zähne ausgebissen. Tja, ist eine gute Frage. Das hoffe ich, weil sie womöglich unsere einzige Chance auf ein akzeptables Entschlüsselungsgerät ist. Sobald dich Juan an den Wachhunden vorbeigelotst hat, musst du den Comspike ohne Hilfe finden. Laut unseren Daten befindet er sich im Prototyp-Stadium. Das heißt, es sollte in der Station nur ein einziges Exemplar vorhanden sein. Kurz, machst du ihn kaputt, kaufst du ihn. Irgendeine Ahnung, wie es da aussieht? Leider weiß ich das nicht. Wie Neva schon sagte, handelt es sich um einen Prototyp. Könnte wie alles aussehen. Sobald du in die Station eingedrungen bist, bist Continuum-Transformator? Du musst ihr Computersystem durchsuchen. Mit etwas Glück findest du einen Hinweis. Oh, und noch was. SY-29 gehört dem UC-Militär. Das bedeutet Bewachung durch schwere Truppen. Und wir beide wissen, dass diese Idioten keinen Spaß verstehen. Wenn du die Hütte in eine Schießbude verwandeln willst, dann nimm lieber ein ganzes Arsenal mit. Du wirst es mit Sicherheit brauchen. Verstanden. Perfekt. Das höre ich gern. Ich schicke jemanden per Grafsprung vor und arrangiere ein Treffen in Case Place auf dem Unterdeck. Währenddessen sorge ich dafür, dass Jazz was wegen des Problems mit der elektromagnetischen Atmosphäre auf Bannock 4 einfällt. Oh, okay. Du sorgst dafür. Wohl eher betrinkst dich, während Jazz die ganze Arbeit macht. Die Privilegien höherer Ränge, Schatz. Wir reden später darüber. Und du, verschwinde von hier und komm erst zurück, wenn dieser Comspike in deinem Frachtraum ist. Okay. Was kannst du mir über Juan erzählen? Die Crimson Fleet kontaktierte sie vor ungefähr einem Jahr. Wir haben nach einem Schmuggelkontakt in den UC-Raum gesucht und ihr Name tauchte immer wieder auf. Deshalb beschloss ich, es mit ihr zu versuchen. Das war gelinde gesagt ein voller Erfolg. Wir haben beide haufenweise Credits verdient. Für mich war das genug. Darüber hinaus weiß ich nicht viel über sie. Aber hey, solange mein Galbank-Konto sinkt, kann sie ihre Geheimnisse ruhig für sich behalten. Okay, was sage ich Johann, wenn sie fragt, warum wir den Comspike brauchen? Das überlasse ich dir, Neuling. Wenn du in Schwierigkeiten steckst und meinst, es würde helfen, sie ins Boot zu holen, dann sag ihr, was du willst. Irgendwann wird Delgado allen einen Anteil an Cricks Vermächtnis versprechen. Wenn wir wollen, dass sie der Fleet treu bleiben, ist das unausweichlich. Okay, also sprich Geld und so. Aber bis das Geld greifbar ist, ist es besser, wenn möglichst wenig Leute Bescheid wissen. Ja. Komm wieder, wenn du Fragen hast. Nö, erstmal nicht. Ich denke, das Grundlegende wäre erstmal geklärt. Gehe ich mal so erstmal von aus. Beziehungsweise sollte erstmal geklärt sein. Gut, dann zurück zu Lück. Ich liebe den Geruch des Gurts am Morgen. Achso, ich dachte von den Napalm am Morgen. Ja, eure Tatenlosigkeit. Was kann ich für... Abdocken. Ich hab gerade überlegt, was ich machen muss, aber ja. Kurz Brain AFK und so gewesen. Das heißt, wir müssen wieder über mehrere Sprünge. Nein, das war blöd. Nach Alpha Centauri. Aber. Und ab dafür.
Nein, ich möchte mich eigentlich nicht scannen lassen. Sah zumindest gerade so aus, als ob da uns jemand scannen möchte. So. Ich schau jetzt mal auch nicht, beziehungsweise schalte es doch mal nicht auf. Guck, wer das eventuell ist. Hier sieht es ein bisschen ramponiert aus, würde ich sagen. Warte mal, wer bist du? Nein. Ja. Atlas. Händler, okay. Aber Händler brauche ich gerade nicht. So. Finde das Artefakt auf dem Planeten Neva. Muss ich quasi auch noch bei Gelegenheit mal hin. Und hier gibt es sehr viel zu erforschen. Machen wir bei Gelegenheit mal. Erstmal machen wir jetzt hier das mit der Crimson Fleet. Hier hätten wir auch noch zwei Sternenstationen. Ein Schiff. Aber erstmal hierhin. Da bin ich ja mal gespannt, also wohin uns eigentlich diese, also was, in was dann, die Willkommen im UC-Raum. Gegenwärtigen Kurs beibehalten. Was mir die Questline dann irgendwann gipfelt. Bin ich mal sehr gespannt. Okay, wir sind fertig. Lande. Danke für die Landeerlaubnis. Wir müssen aufs Unterdeck, also von daher könnten wir eigentlich, eigentlich landen. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Landeplatz ist, wo wir jetzt tatsächlich auch rauskommen. Oder ob das nicht der Fall ist. Mal gucken. Ah doch, tatsächlich. War mir nicht sicher. Okidoki. Second. Es gab das Update. Ja, Mensch. Das ist cool. Das ist sehr cool. Du wirst beim Betreten der Stadt gescannt. Bitte weitergehen. Ja, ich gehe schon weiter. Weil okay. Ich bin eigentlich schon voll durch und ja, kein Kopfgeld. Schon gar nicht mehr so im Rufreichweite und vielleicht in Scan-Reichweite, aber ja, passt schon. Viewport. Bürgerin. Verzeihung. Verzeihung. Und mal, wer bist du hier eigentlich? Du bist zurück. Was meinst du? Wirst du mich mitnehmen? Kommt drauf an, hast du irgendwelche. Du breit dein Teil. Dann trennen sich jetzt wohl unsere Wege. Gute Reise. Danke. Wir sprechen uns später nochmal. Aber aktuell nicht so. Warte mal. Müssen wir doch mal gucken ins. Nee. Da. Sofort fällig? Nein. Die Stiefel? Nein. Sonderlieferung? Nee. Wir bringen Logan Cullen die Geschenke. Logan Cullen. Es ist halt die Frage, ob das Hunter... Nee. Hoffentlich geht es dir gut. Sag Bescheid, wenn ich dir was bringen kann. Ja, da müssen wir tatsächlich bei Gelegenheit mal gucken, ob mittlerweile das irgendwie gefixt wurde, weil, ja,
Damals war das ja so ein bisschen verbuggt gewesen. Hoffentlich findest du alles, was du brauchst. Und da wollte ich mal checken, ob das mittlerweile gefixt ist oder halt nicht so. So, ab ins Unterdeck. Guten Tag. Ah. Ja, Mensch. Ich nehme an, du bist Navas Neuzugang. Hallo Neuzugang. Ich bin der andere Neuzugang. Ich bin vielleicht neu, aber ich habe Pläne. Hey, ich habe einen Namen. Wie? Meinst du nicht Neuling? Und wenn ich mich hier daran erinnern muss, werde ich das auch. Ein bisschen überheblich. Ich lege Y29 regelmäßig an. Ich habe also schon die nötigen Genehmigungen. Neva sagt, dein Ziel ist ein UC-Gerät. Um das zu kriegen, muss ich dich an Bord bringen. Das geht, aber ich habe Bedingungen. Die da wären? Lass hören. Gut. Ich will ganz offen sein. Damit das funktioniert, machen wir es auf meiner Art mit meinem Schiff. Du bist Mitglied meiner Crew. Alles klar. Aber sobald du auf dem Schiff bist, liegt alles in deiner Verantwortung. Diese Route ist äußerst lukrativ. Ich werde sie auf keinen Fall opfern. Wenigstens sagst du das gleich. Auch Leute, die einen mit im Gefecht sitzen lassen. Wenigstens sagst du das gleich. Gibt auch Leute, die einen mitten im Gefecht sitzen lassen. Genau. Wenn ich es dir jetzt schon sage, bist du vorbereitet. Diese Kletterpartie findet ohne Sicherheitsnetz statt. Wenn du bereit bist, komm zu meinem Schiff. Es ist die Jade Swan. Und bereite dich auf eine lange Reise vor. Wenn du erstmal auf der SY29 bist, kannst du nicht so leicht wieder gehen. Wie viel weißt du über den Auftrag? Das ist eigentlich egal. Wie oft dockst du an der Station an? Ich weiß gerne, mit wem ich es zu tun habe. Erzählst du mir etwas über dich? Verständlich. Aber ich muss mich bedeckt halten. Schade. Je mehr andere über dich wissen, desto mehr Macht haben sie über dich, weißt du. Okay. Es wäre für die Mission hilfreich, gegenseitig unsere Stärken und Schwächen zu kennen. Nur Wissen, um die Informationen gegen dich zu verwenden? Natürlich, aber Stille ist viel wert. Man kann über eine Person einiges lernen, wenn man ihr bei der Arbeit zusieht. Reden verschleiert die Wahrheit. Jedenfalls, danke für das Gespräch. Der Gardus-Leute sind sonst eher redescheu. Aber konzentrieren wir uns auf die Mission. Für Kneipengeschichten und Narbenvergleiche ist Zeit, wenn die Kneipe uns gehört und die Narben verheilen. Okay. Dann. Wir reden auf dem Schiff. Dann reden wir auf dem Schiff. Denn ohne Umschweife. Was sagt eigentlich 114? Sollten wir vielleicht nochmal. Gab es hier nicht irgendwo einen Händler oder so? Auch hier ohne? Nee, das ist das Security Office. Ich schenke meiner besseren Hälfte zum Geburtstag einen Enhanced-Termin. Ah ja. Haben wir beide was von. Bist du dir sicher, dass ihr beide was davon habt? So. Ich helfe Henrik gelegen. Mal sehen, was du hast. Okay, gut. Komm zurück. Komm, aufstehen. Ja, genau. Oh, einmal nach hinten gehen. Können zwar auch an ihm verkaufen, aber vielleicht kriegen wir ihm bei ihnen einen besseren Preis. Mal gucken. So. Willkommen bei Salin. Ich habe sicher etwas, das dir gefällt. Ja, vor allem Credits würde ich jetzt sagen, auf 5400 Credits, das ist jetzt nicht sonderlich viel verkaufen. Ich kann ihnen ein paar Waffen reinschieben. Ich weiß nicht, ob ich die verkaufen wollte. 3KV LSR. Da würde ich, glaube ich, eher... Ach, die habe ich schon verkauft, oder was? Razorback ist übrigens auch ein Schiff aus, oh Gott, jetzt fällt mir der Name der Serie nicht ein. Gerade hatte ich ihn noch. Verdammt.
Wenn er mal wieder einfällt, dann sage ich es. So, die würde ich allerdings gerne behalten wollen. Ich weiß nicht, ob ich dafür zum Beispiel den hier rausschmeiße. Verkaufen aus da. Hat nicht mehr viel, würde ich sagen. Okay, zurück. Ach, verdammt. Ja, da war es schon um ihn geschehen, würde ich sagen. Wir sind zwar wieder um ein paar Credits reicher. Lunge hier nicht rum, ja. Ich weiß nicht, ob ich das Richtige habe. Aber mal sehen, was du im Angebot hast. Kein Ding. Er hatte zum Beispiel, meine ich, genau, Dietriche. Und wir brauchen Dietriche. Alle kaufen. Verkaufen. Kaufst du Anzüge? Ja. Okay, Helme. Drahtspule. Ansonsten, waffentechnisch, die hier wollte ich noch mit einfügen, sofern es geht. Okay. Pass auf dich auf. Mir fällt partout der Name der Serie nicht ein, ne? Dabei finde ich die Sci-Fi-Serie echt nicht schlecht. Oder fand sie nicht schlecht? The Expanse, so hieß es. Daran erinnert mich die Name Razorback, weil das war ein Schiff dort. So, okay. Weißt du, warum die Crimson Fleet überall so weit? Bin ich ja mal gespannt. Das Schiff war von noch nicht da, meine ich. Also quasi ist sie gerade erst gelandet, könnte man so sagen. Ich habe die Stadt nicht betreten, ich verlasse sie gerade. Das ist dann doch ein kleiner Unterschied, würde ich sagen. Ich würde aber meinen, es ist schon ein kleines Schiff. Was mich mal interessieren würde, wo ist da die Brücke? Ah, da oben. Interesting. Ja nun. Interessantes Schiffdesign. Mein Traumapack. Gut. Jetzt müssen wir bloß gucken, wie wir hier irgendwie hochkommen. Hier geht's runter. Hi. Ja. Guten Tag. Hallo. Hallo. Ich bin ja neu, ich komme jetzt öfter. Jetzt müsste ich allerdings den Weg zur... hoffen wir mal, dass wir hier richtig sind. Ja, scheinbar. Alles klar. In Ordnung. Ein paar Hinweise noch. Ja. Wenn wir am Kontrollpunkt sind, wird das UC-Militär uns anfunken. Lass mich reden. Tu so, als seist du ein Stück Fracht, wenn es sein muss. Alles klar. Das sollte kein Problem sein. Das hätte ich auch nicht erwartet. Sogar ich kann den Mund halten, wenn es nötig ist. Was? Miss? Ich meine es ernst. Gut.
Ich glaube nicht, dass sie das Schiff betreten werden, aber selbst wenn, wird sie die Crew nicht interessieren. Wie ich schon sagte, sobald wir unterwegs sind, gibt es kein Zurück, bis der Job erledigt ist. Wenn du vorher noch etwas zu erledigen hast, dann tu das. Und wenn du noch Fragen hast, dann raus damit. Ja, bin bereit, los geht's. Gut, dann mach's dir gemütlich. Wir brechen sofort zur SY-29 auf. Alles klar, darf ich mal kurz... das ist kein Clown. Hallo? Ey! Wir machen einen Grabsprung von hier. Mach dir keine Sorgen um dein eigenes Schiff. Die Fleet wird sich darum kümmern. Du kannst die Zeit nutzen, um dich vorzubereiten. Alles klar, ja, machen wir so. Können wir uns denn hier irgendwo ausruhen? Also so... schlafen oder so? Da geht's runter. Das sieht aus so ein bisschen wie Crew-Quartiere hier. Auch nur so ein bisschen. Dies ist eine gesicherte UC-Militärzone. Identifiziert euch, sonst werdet ihr als feindlich eingestuft. Negativ. Bestätigt. Schiffscan wird eingeleitet. Andockbuch 2 ist bereit zum Docken. Alles klar. Warte auf das Andocken der Jade Swan. Alles klar, dazu müsste ich allerdings wieder hochkommen, denke ich. Weil, ja, und hier geht's hoch. Sprich mit One. Alles klar, tun wir. Hallo! Okay, wir sind drin. Hör zu, die Station ist riesig und überall gibt es Kontrollpunkte. Um da durchzukommen, brauchst du eine Militäruniform. Und eine Uniform kriegst du nur in der Kaserne. Und die Kaserne ist wo? Durch die Luftschächte solltest du dahin kommen. In der unteren Ebene ist ein Wartungszugang. Da gibt es auch ein Intercom, über das du mich erreichen kannst. Wenn du eine Uniform hast, solltest du relativ problemlos einen Lift zum Kommandodeck finden können. Aber... wenn deine Deckung auffliegt, bin ich raus. Okay, dann wirf am besten schon mal den Kraftantrieb an. Kannst du mir nochmal, was mit diesen Lüftungsschächten? Das hier ist eine Sternenstation. Es gibt reichlich Schächte, in die du kriechen kannst. Bist du sicher? Es ist eine alte Taktik, aber sie hat sich bewährt. Was, wenn ich nicht weiterkomme? Kann ich dich irgendwie erreichen? Keine Sorge, sie werden keinen Verdacht schaffen. Das will ich hoffen. Aber wenn doch, können wir uns dann immer noch darum kümmern. Ja, mit Waffengewalt wahrscheinlich. Fürs Erste musst du das Intercom in der Station finden. Dann reden wir weiter. Alles klar. Aber es ist ja dann wahrscheinlich so, dass wir dann nur das Outfit haben. Was ist mit Sam? Ja. Guten Tag. Okay. Ich glaube, sie hat lange nicht geschlafen. Oder sie hat einfach nur ein sehr dezentes Augen-Make-up. Das kann natürlich auch sein. Ich gehöre hierher. Sehr sicher. Jetzt mal speichern. Gehörst du zu Jade Swan? Yes. Bleib im Frachtbereich und halte dich von der Kaserne fern. Frachttransporteure sind auf den Frachtraum beschränkt. Alles klar, Frau Kommissar. Ich meine natürlich Herr Kommissar. Ja, ja, ja. Sprich mit One. Gelange in die Kaserne. Ah, guck mal, hier aktivieren. Ich bin im Laderaum, wollte mich nur melden. Ich bin's. Und du hast das Intercom gefunden. Soweit, so gut. Wenn ich mich nicht irre, sollte die Wartungstür direkt vor dir sein. Setz weit. Wenn du sie aufkriegst, kann ich dich am ersten Kontrollpunkt vorbeischleusen.
Ja, nice. Sehen, was ich tun kann. Keine Sorgen, du kriegst das schon hin. Oh. Jedenfalls führt die Tür zu den Luftschächten. Klettere durch die Schächte nach oben in die Kaserne und such dir eine Uniform. Mit der Uniform passierst du den Kontrollpunkt und gelangst zu den Aufzügen. Wir reden weiter, wenn du das Kommandodeck erreicht hast. Alles klar. So. Dann tun wir doch mal unser Bestes. Haben wir einen, der nur für oben ist? Nee. Das ist ärgerlich. Welchen? Dann nehmen wir den hier. Ja. So. Gut. Dann auf los geht's los. Sektor gesichert. Was bist du? Du siehst sehr appetitlich aus. Also, ich glaube, das Essen hier aus der Kantine würde ich nicht essen. Lüftung verriegelt. Hat er mich jetzt erschrocken? Kann er doch nicht einfach so tun. Uniform Fähnrich. Okay. Okay, dann sind wir jetzt wohl ein Fähnrich. Alter, mach die Tür zu. So, Anzüge. Nein. Uniform. So. Wait a second. Wo war denn das mit? Wir haben ja noch quasi das an, aber Anzug in Siedlungen verbergen. So, jetzt wäre die Frage. Ja, jetzt wird er ausgeblendet. Okay, okay, okay. Sehr schön. Aber das ist, glaube ich, eh nur so kosmetiktechnisch. Erstmal die Credit Sticks mitnehmen. Weil die sind bei mir viel, viel besser aufgehoben. Was haben wir hier? Crew-Quartier-Computer. Sicherheitsstandards. Von Commander Natara betrifft Sicherheitsstandards, Datum 8.5.2330. Zur Erinnerung an die gesamte Crew. Die auf dieser Station laufenden Projekte sind streng geheim. Als treue Bürger der United Colonies und Mitglieder der UC Navy darf dieses Wissen nicht mit fremden Parteien geteilt werden. Auch nicht mit den Familien. Jegliche Preisgabe von Aktivitäten, Projekten oder Daten auf dieser Station führt zu sofortiger Entlassung und Kriegsgericht. Für alle im Laderaum eine zusätzliche Erinnerung. In der Messe und Kaserne ist lediglich Personal in Uniform zugelassen. Im S-Bereich wurden bereits Freelancer gesehen. Dies ist streng oder streng untersagt. Sorry. Einsatzregeln. Von Leana Ciremi.
Betreff AW Einsatzregeln. Datum 5.5.2033. Ich hab dein Kram. Doch nach dem, was du getan hast und mit wem, will ich dich nie wieder sehen. Wenn ich in der Messe bin, liegst du in der Koje. Bin ich im Laderaum, liegst du in der Koje. Bin ich irgendwo in dem besiedelten System oder außerhalb meines Quartiers, liegst du in der Koje. Du hast deine Koje also nur zu verlassen, wenn ich in meiner liege. Denn wenn ich noch einmal deine Fresse sehe, werde ich direkt reinschießen. Okay, da will ich nicht wissen, was da vorgefallen ist. Mal gucken wir nochmal. Name Win Akasaka, 1,92, 95,1 Kilo, Geburtsort Jamison, Rang Fenrich, Lebenslauf wurde auf einer Jobmesse für die SWORD Military Academy rekrutiert, Auszeichnung für Treffsicherheit und physische Fitness, wurde nach dem Abschluss SY-920 zugeteilt. Okay. Gibt es noch andere Uniformen eigentlich? Oder gibt es nur diese Fenrich-Uniform eigentlich? So? Ja. Tatsächlich alle gebraucht. Ja, aber wie mich Schlösser hassen, das glaubst du gar nicht. Das geht auf keine Kuhhaut. Guten Tag. Es ist alles sehr streng, seit Commander Natara für Commander Woods übernommen hat. Vielen Soldaten gefällt es nicht. Kann ich durchaus nachvollziehen. So. Guten Tag. Ich wäre zwar lieber im Kampfeinsatz, aber eine solche Station zu sichern ist extrem wichtig. Ja, bin ich vollkommen bei dir. Interessanterweise geht es halt alles nicht als Clown, ne? Also, daher bedienen wir uns natürlich ganz ausgiebig. Weil euer Zeug ist mein Zeug. Natürlich geht das nicht umgekehrt, aber... Gut, Schocktrooper-Rucksack. Wir waren hier drinnen, glaube ich, oder? Ne, wir waren da hinten. Guten Tag, guten Tag. Guten Tag. Wo auch Sam gerade herkam. Schon mal die Gegend für uns wahrscheinlich auskundschaftet. Kaffeepackung nehmen wir mit. Weil Kaffee essentiell und so. Hier wäre noch... Ja, hätten wir noch ein Trauma-Pack halt. Guten Tag. Kommen wir hier auch irgendwie... weg wieder? Hier zum Beispiel. Okay. Das ist der Frachtraum. Wo soll's hingehen? Ich muss aufs Kommandodeck zum Dienst. In Ordnung. Vermerke Freigabestufe Fenrich. Hat deine Begleitung dieselbe Freigabe? Definitiv. Ich strotze nur so vor Freigabe. Dann dürft ihr beide passieren. Ich, wow. Ja. Reden wir mal nicht drüber. Ach, schön. Reden wir mal, ja. Hat deine Begleitung dieselbe Freistellungsschule? Ja. Voll Ehren und so, ne? Weil... So. Alles okay, Bärchen? Ja, was? Wir sind wieder da.
So, ein Intercom. Da ist ein Intercom. Hier spricht Captain Juan Dayu. Ich hab's zum Kommando gegeben. Und ich höre keinen Alarm und keine Warnungen. Sehr gut. Wenn du eine Uniform hast, dann zieh sie an. Hab ich schon. So fällst du nicht auf. Ich weiß nicht, was genau du suchst, aber da ist sicher noch ein Kontrollpunkt. So weit unten brauchst du womöglich einen Passcode. Wahrscheinlich. Ich könnte alle weg, nur hin, um die Uniform, die ich mir geholt habe, kann ich direkt an den Wachen vorbeispazieren. Wir könnten die Luftschächte nutzen. In Stationen dieser Größe gibt es mehr als genug Schleichwege. Ich stimme zu. Ich kann mir sowieso keine Codes merken. Immer daran denken. Sanfte Schritte und schön ruhiger Puls. Sowieso. Ich schalte erstmal ab. Wir reden weiter, wenn du dein Ziel gefunden hast. So, nochmal schnell speichern. Du weißt ja, wie es so schön heißt. Ist man 15 Minuten zu früh, ist man immer noch 10 Minuten zu spät. Okay, also musst du mindestens 25 Minuten zu früh sein, damit du dann genau pünktlich bist, oder wie? Finde einen Lüftungsschacht. Zu nahe. Ja. Okay, ja, das ist der Security Access. Ich kenne dein Gesicht nicht, Fähnrich. Bist du neu? Ja, bin ich. Hi. Sofort stehen bleiben, Fähnrich. Ja. Warum bist du nicht auf deinem Posten, Fähnrich? Wer ist dein befehlshabender Offizier? Hier hat nur autorisiertes Personal Zutritt. Ich bin Commander Natara direkt unterstellt. Du stehst nicht höher im Rang als ich. Bist du überhaupt autorisiert, mir diese Frage zu stellen? Versuche nicht, dich um die Antwort zu drücken, Fähnrich. Überzeugen? Nur die hochrangigen Offiziere unterstehen Commander Natara. Etwas stimmt hier nicht. Du stimmst ja einfach nicht. Es gibt doch keinen Grund für uns, ein Problem zu haben, oder? Das hoffe ich. Das höre ich gern. Ich bin noch redebereit. Ich weiß, dass du mir helfen würdest, wenn du könntest. Ja, kenne ich. Na gut, du kannst durch, Fähnrich. Aber sobald du fertig bist, kehrst du zurück auf deinen Posten, verstanden? Alles klar. Ich weiß zwar nicht, was du für eine Rüstung da anhast. Security. Zwei Trauma Packs. Logistik. Okay. Das war gerade nochmal so gut abgewendet, würde ich sagen. Den nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Warum haben die eigentlich so viele Dietriche hier rumliegen? Das ist, glaube ich, jemand so ein bisschen medikamentenabhängig. Okay, da kommen wir so nicht rein. Ja, was? Dann erstmal kurz nochmal schnell speichern. Mach es kurz, Fähnrich. Ich bin ziemlich sicher, diese Datentabellen hier stehen höher im Rang als du. Du weißt, was Commander Natara davon hält, wenn die Befehlskette missachtet wird. Sie hasst es. Entschuldige, Störung zu tun. Ich habe eine Person. Kann eine Tabelle wirklich einen höheren Rang haben? Zu tun womit? Tut mir leid, Fähnrich, aber ich fürchte, du bist nicht befugt, das zu wissen. Schade. Zumal das Problem ein Informationsleck ist. Oh, entschuldige die Störung. Oh, du bist ja sehr höflich. Wenn nur diese Tabellen auch so fügsam wären. Wenn du einen Zugangscode brauchst, findest du ihn auf dem Computer im Sicherheitsraum. Okay. Computer-Sicherheitsraum. Also da, wo dick und fett Security wahrscheinlich draufsteht.
Das ist schon mal nice to know. Fenrich, ja? Wenn du diesem Bereich nicht zugewiesen bist, musst du gehen. Kann mir doch mal den Logistikcomputer kurz ausleihen. Piloten, streng geheimes Projekt. Die Geheimhaltung zu diesem Projekt ist die absolute Härte. Vermutlich sollte ich das hier nicht tippen. Ich lösche es später wieder. Kaum jemand nutzt die Aufzüge zur Technikstation, es sei denn, man wurde gefeuert. Neulich trat ein armer Techniker namens Eubanks mit einem Karton in der Hand aus Technikstation 4. Vermutlich fliegt man ihn nach Arane 1, um ihn darin zu begraben. Klingt nicht so geil. Okay, Technikstation 4. Sofort stehen bleiben, Fenrich. Nein. Warum bist du nicht auf deinem Posten, Fenrich? Oh Gott, Hilfe. Wer ist dein befehlshabender Offizier? Hier hat nur autorisiertes Personal Zutritt. Wir sollten nicht so rumschleichen. Nur die hochrangigen Offiziere. Wir finden bestimmt eine Lösung. Ich habe keine Ahnung, wovon du. Verstehe. Ich will das ganze Sache auch nicht schwierig machen. Ich möchte dir ja helfen, aber. Aber? Vielleicht bin ich nur paranoid. Na gut, du kannst durchfinden, Rich. Aber sobald du fertig bist, kehrst du zurück auf deinen Posten. Alles klar, mach mal so. Mach mal so. Du hast mich nicht gesehen. Ich war nie hier. Okay. Vielleicht liegt es daran, dass ich mir zu viele Videos angeguckt habe. Aber diese Station jagt mir eine scheiß Angst ein. Ich höre Schritte aus den Lüftungsschächten kommen. Als ob da drin jemand unterwegs ist. Jemand oder irgendetwas. Ich weiß, dass wir keine eigenen Knarren mitbringen dürfen. Aber ich werde mich sicher nicht von einem abartig aussehenden Monster umbringen lassen. Ich habe ein paar Waffenmods mit meinen persönlichen Sachen reingeschmuggelt. Jetzt muss ich nur noch ein bisschen basteln, ohne dass der Leutnant oder Commander Natara etwas davon mitbekommen. Das erinnert mich so ein bisschen an Alien. Aber nur so ein ganz klein wenig. Security. Aber wir kommen hier nicht weiter, weil wir halt kein Meister unseres Faches sind. Also von daher müssen wir tatsächlich Transport Lifts. Nein, da nicht. Hier. Haben wir hier noch irgendwas? Fettels. Und Schwerelosdraht nehmen wir auch gerne mit. Wir bräuchten eigentlich eine andere Uniform, glaube ich. Wie konnte Sam da eigentlich Datenzugangscomputer? Okay, Projekte. Comspike. Allgemein. Status aktiv. Projektabteil, Projektleitung Dr. Gabriel Vogel. Laborzuweisung, Technikstation 4, Labor 4. Projektleitung und Genehmigung. Aktueller Status, Projektleitung Dr. Gabriel Vogel. Alle Fragen bezüglich des Comspike sollten an ihm weitergeleitet werden. Für alle anderen Belange ist Commander Natara bzw. der ranghöchste Offizier auf der Station zuständig. Security und Genehmigungen. Rang Sicherheitsfreigabe Fenrich Plus. Weitere Sicherheitsanforderungen Codefreigabe. Hinweis, Freigabe für Ebene 4 sollte nur mit Genehmigung des Commanders vergeben werden. Aufzugsfreigabeprotokolle werden aktiviert. Überbrückung wird autorisiert. Freigabe für Aufzug in Technikstation 4 wurde gestattet. Bitte weitere Anweisungen von Dr. Gabriel Vogel einholen.
Das Ziel von Projekt UCE 86, in Klammern Comspike, ist die Schaffung eines hochsensitiven Empfängers, der Kommunikationssignale empfangen und sie direkt entschlüsseln kann. Die angestrebte Signalreichweite beträgt mindestens 50 AU. Um ein gesamtes Sternsystem abzudecken. Der Empfänger sollte imstande sein, auch Spuren von aufgrund großer Entfernung, atmosphärischer Verzerrung oder Gravitationsfeldern geschwächten Signalen aufzuspüren. Die Entschlüsselungssoftware sollte sowohl innerhalb von Sekunden Signale entschlüsseln, als auch fehlende oder beschädigte Daten anzeigen können. Vorteile: Notsignale können leicht geortet und eingeordnet werden. UC Security kann feindliche Frequenzen ausloten, bevor es zur direkten Bedrohung kommt. Schädliche eingebettete Nachrichten können leicht enthüllt werden. Kommunikation innerhalb des Systems wird stark verbessert und leidet unter weniger Verzögerung. Klingt eigentlich gar nicht mal so schlecht. So, okay. Warte mal, wir könnten uns eigentlich die anderen auch mal angucken. Vielleicht. Rang sie Fenrich Plus. Das Zielprojekt ist die Entwicklung eines intelligenten Schildsystems, das größere Raumschiffe effizient und Energiesparenschutz bietet. Für alle Module generieren würde das intelligente Schildsystem eine energiebasierte Algorithmen umleiten und dabei Daten nutzen. Ah ja, das klingt eigentlich auch ganz cool. Und das hier. Das Ziel ist es, Lenkraketensystem zu entwickeln, das gegnerische Raumschiffe mit chirurgischer Präzision ballistischen Schaden zufügt. Das System soll genutzt werden, um Ziele zu schwächen, ohne das Schiff selbst zu zerstören. Ohne System oder die Crew zu verletzen, wodurch Ressourcen und Gefangene leicht geborgen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. So, jetzt ist die Frage, können wir hier einfach durch? Warte mal. Erstmal nehmen wir die Credits mit. Türsteuerung, Tür öffnen. Ja nun, okay. Wir sollten aber, ich will jetzt nicht schon wieder irgendwie in Erklärungsnot geraten. Wir laufen die Tests für den Comspike. Speichern. Es hat wohl einen Unfall gegeben. Dieser Doktor macht immer nur Probleme. Übrigens, sollten wir uns um die möglichen Informationslecks Sorgen machen? Welches im... Nein, solange wir keine handfesten Beweise haben, behalten wir einfach den Laderaum im Auge. Alles klar. Ja, dann erstmal runter hier. Traut es heim. So. Dann wählen wir uns mal per Enter kommen. Fracht ist nahezu entladen. Wir fliegen bald ab. Okay. Aber ich bin doch die Frage. Ich habe dich abgeliefert. Genau wie es Delgado wollte. Ich kann allerdings eine Weile im Orbit bleiben. Ich muss Delgado ohnehin benachrichtigen, wenn du es nicht von der Station schaffst. Wow. Aber wie es aussieht, musst du dir selbst einen Weg dort raussuchen. Dein Ernst? Du steckst aber nicht fest. Auf einer Station von der Größe kannst du mit Sicherheit ein anderes Schiff stehen. Als Mitglied der Crimson Fleet kriegst du das doch hin, oder? Das war nicht so. Ich dachte, wir ziehen das zusammen das durch. Das ist die erste Lektion bei der Fleet. Man teilt die Beute, nicht das Risiko. Viel Glück. Wenn du lebend da rauskommst, komm ins Nova, dann kaufe ich dir einen Drink. Wow. Ich glaube, gut, ja, reden wir mal nicht drüber. Machen wir das Beste aus der Lage, weil es bringt eh nichts. Wir müssen einen Stock tiefer, glaube ich. Ja, was? Nix.
Projekt Erzengel, ergänzender Vorschlag. Erzengel. Dr. Vogel. Sandra, ich weiß nicht, was ich von Dr. Vogels improvisierten Vorschlag halten soll. Sein Labor in einen nicht-euklidischen Raum zu verwandeln. Er meinte, du wüsstest da genauer Bescheid, aber irgendwie bezweifle ich das. So sehr ich das Comspike-Projekt intellektuell gesehen bewundere, fehlt mir die Arbeit mit dir und Dr. Amos. Hoffentlich wird Projekt Cloudstrike bewilligt, sodass wir wieder zusammenarbeiten können. Sollte ich mit Commander Natara darüber reden? Ich kenne sie zwar nicht, halte meine Bedenken aber für berechtigt. Manchmal wirkt Dr. Vogel so, als hätte er einen... Vogel. Und ja, Sandra, dieses Wortspiel bleibt drin. Okay. Das mit Projekt Erzengel erstmal nicht so. Und, pharmazeutisches Labor. Verbände. Ich würde immer noch gerne Medikits herstellen können. Ich hoffe, das wird vielleicht früher, später doch mal noch hinzugefügt. Habe gehört, dass das Team Testpiloten braucht. Testpiloten? Weiß nicht. Habe eine Discovery geflogen. Bei neuer Technologie bin ich aber nicht bewandert. Guten Tag. So, wer bist du? Transponderdaten aus dem Jafar-System abzufangen könnte gut funktionieren. Hey, wer bist du? Was tust du hier? Hast du das Schild nicht gesehen? Welches Schild? Ich bin von Sicherheitsteam. Ich bin hier, um den Comspike zu holen. Ich bin für eine Routineprüfung des Comspike hier. Ich brauche Zugang zum Gerät. Meinst du nicht Zugang zum Schiff? Der Comspike ist kein Gerät, das ist ein Modul. Es ist an einem Prototyp in einer Docking-Schleuse installiert. Wir testen gerade noch die Entschlüsselung verschiedenster Signaltypen, aber die Ergebnisse sind schon jetzt sehr vielversprechend. Ja, nun. Das Modul kann sogar bei der Übertragung verlorene Daten interpolieren. Es ist wirklich erstaunlich. Ja, mit so einer Entschlüsselung kann das Militär viel anfangen. Klar haben die UC Interesse daran. Es ist nicht vergleichbar mit dem Knacken der Enigma, aber die taktischen Vorteile liegen auf der Hand. Wir werden alles schlussfolgern können. Von Schlachtplänen bis hin zu Essensgewohnheiten. Nicht, dass uns so etwas interessiert. Außer es geht um die Auswirkung von Ernährung auf Kampfbereitschaft. Und ja, es müssen noch einige Mängel behoben werden. Fehlende Teile und die eine oder andere traumatische Verletzung. Aber das ist alles Teil des Abenteuers. Aber schön, dass er es als Abenteuer sieht. Pilot wäre... Was für mich? Ich liebe Abenteuer. Ja, es ist nicht das Ziel, sondern der Weg, der zählt. Vor allem, wenn das Ziel der Tod ist. Was? Aber keine Sorge, wir haben das Problem mit dem Lebenserhaltungssystem des Schiffs behoben und statistische Modelle zeigen eine Fehlerquote von nicht einmal 2%. Was ich sagen will, super? Ich habe ein ganzes Geschwader dieser tapferen und furchtlosen Marines für die Station angefordert. Sie machen einen letzten Test mit dem Prototyp und wenn es nur minimale Verluste gibt, zeigen wir dem Mast unsere Ergebnisse. Keine Zeit. Der Captain der J-Zone versucht den Comspike zu stehlen. Ich muss das Prototypschiff. Ich gehöre eigentlich zum Testflug. Optional verrate, um für Ablenkung zu sorgen. Ja. Kenne ich dich? Bist du hier, um den Comspike zu fliegen? Warte mal. Will nochmal speichern. Yes. Kenne ich dich? Bist du. Überzeugen. Großartig. Das war flott. Der Antrag ging doch erst heute Morgen raus. Ja, wir sind halt von einer ganz schnellen Sorte. Sonst wird meinen Anträgen nicht so viel Beachtung geschenkt und nicht so schnell. Das ist irgendwie verdächtig.
Wir haben keine Zeit für sowas. Ich sag doch, es ist ein Notfall. Laut Commander sind meine Papiere in Ordnung. Commander Natara, sagst du? Naja, wir wollen sie nicht wütend machen. Sie ist furchterregend. Ja, ja, deswegen. Die Gründe sind geheim, aber ich wurde gebeten, dieses Schiff persönlich zu fliegen. Verstehe. Wäre nett, wenn Sie mir auch Bescheid sagen würden. Immerhin bin ich der Projektleiter. Das ging Na doch gut, einfalls gedacht. Überzeugt. Willkommen bei der Testfliegerei. Du brauchst eine Uniform und ein Passwort zum Autorisieren eines Flugs. Dann musst du noch Nataras lästige Kontrollpunkte passieren. Die Uniform bekommst du im Umkleidebereich. Das Passwort erhältst du von mir. Das okay. Prototypschiff ist in Andockbucht 8. Mit dem Passwort erhältst du Zugang zu den Flugterminals im Kontrollzentrum. Und natürlich wünsche ich dir viel Glück. Du erweist der Wissenschaft mit deinem Opfer einen großen Dienst. Okay. Tür. Nee. Halt, Pilotenuniform. Hier, Pilotenuniform. Anzug. Alles klar, den haben wir schon mal. Anzug. Hier. Nehmen wir den hier. So. Okay, okay, okay. Then we go to the cinema. Pilot? Marine? Also, was ist jetzt dein großes Projekt? Kann ich dir sagen? Dann muss ich dich ja mit. Aber ich würde versuchen, es nicht zu genießen. Guten Tag. Jetzt die Frage. Kommen wir dahin, wo... Warte mal. Ich habe jetzt vergessen, wo wir... Achso, das ist Dr. Vogel. Ja, wir müssen zu Dr. Vogel. Vogel, Vogel, Vogel. Wo ist der Vogel? Wo ist er hin? Er ist, glaube ich, in die Richtung gelaufen, ne? Shit, wo ist er hin? Hoffentlich werde ich nicht krank. Vogel? Willst du dich zum Pilotendienst melden? Ja, will ich. Ich habe dem nächsten Testflug. Ich werde erwartet, Dr. Wer hat das okay gegeben. Noch ein Testflug, hä? Huh? Ihr Piloten seid ja so mutig. Du kannst durch. Vergiss nicht, den Flug im Kontrollzentrum anzumelden. Alles klar. Täusche ich mich oder ist hier mehr los als sonst? Es gab da nicht unter verdächtiges Verhalten nach Okay, warte mal. Wie kommen wir da oben hin? Warst du schon mal in der Messe? Die Station wird sicher. Okay, hier kommen wir nicht hin. Hier auch nicht. Okay, dann machen wir es so. Hallo, ich flieg da mal jetzt los, wa? Die Antwort auf die Frage. So, hier. Wenn deine Freunde von einer Klippe springen, springst du dann auch? Nein. Das hätte ich dir auch sagen können. Natara hat die Sicherheitsvorkehrungen entsperren. Autorisierte Flüge. Projekt zum Hin. Komm, Spike. Okay. Sogar die Kontrollpunkte haben. Medipack, das nehmen wir mal mit. Weil. Gut. Interessanterweise habe ich den. Schmuggeln Soldaten persönliche Dinge auf die Station. Das glaube ich nicht. Die
Vielleicht den Dr. Vogel jetzt gar nicht mehr gesehen, weil normalerweise sollten wir ja eigentlich noch ein Passwort erhalten, aber ja, dann halt nicht. Wird eigentlich hoch. Okay. Dann setzen wir uns mal. Prototypschiff, Startfreigabe erteilt. Wir beginnen nach dem Abflug mit dem Test. Alles klar. Docken. Flugtestdaten werden aufgezeichnet. Wir bitten um Beachtung des Flugplans und stehen bei Problemen zur Verfügung. Oha.